Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Timegate Night's Chase. Das Problem ist, ich habe jetzt gute Stunden lang hier rumgehangen und habe das Ende einfach nicht hingekriegt und habe jetzt bei der Auflösung nachgeschaut und ich hätte einfach oben dieses Kreuz bewegen müssen. Ich habe hier meinen Vorspeicherstand gelöscht, habe hier wieder einen hingelegt, den davor weg und irgendwie habe ich das gebuggt, das Teil. Ich kann irgendwie das nicht machen. Ich weiß nicht warum. Ich habe über eine Stunde rumgehangen. Da habe ich genug davon gehabt und habe in der Auflösung nachgeschaut. Ich muss wirklich oben nur das Kreuz bewegen jetzt noch und bin durchs Spiel durch. Sehr frustrierend. Ich weiß nicht, ob es jetzt klappt. Ich habe jetzt einfach mal alles komplett ausgemacht und nochmal neu die DOS-Board gestartet. Weil sonst müsste ich von hier spielen. Und das sind mehrere Stunden. Also bestimmt 2 Stunden, die ich dann nochmal daddeln müsste. Jetzt bin ich natürlich drauf und dran. Ja, das ist echt dämlich. Ich versuche das jetzt nochmal. Das hier ist auf jeden Fall die älteste Stelle, die ich habe. Das Problem ist, dass ich direkt am Anfang hier reingerannt bin. Und dann direkt wieder raus und habe dann hier gespeichert. Ich hätte da nicht reinrennen dürfen. Dadurch habe ich das Spiel im Endeffekt gesagt, so, jetzt kann man das nicht mehr machen da oben. Also echt dumm. Sehr schade. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Wenn nicht, wäre das super scheiße. Besonders, weil ich seit einer Stunde hier am Rumrennen war und wirklich alles angetestet, alles ausprobiert habe, überall hingerannt bin und einfach nicht weiß, was soll ich hier machen. Wolfram muss beseitigt werden. Ja, das muss ich machen. Ich habe ihn sogar von jemand anderem ein YouTube-Video angeguckt, der es gemacht hat und der rennt wirklich einfach nur jetzt hier hoch, bewegt oben dieses Stück Kreuz hin und dann wird der Wolfram besiegt und dann war's das. Dann ist man das Spiel durch. Und ich bin seit über einer Stunde hier dran und denk, wieso geht dieser Mist nicht? Also sehr seltsam. Und ich kann es da. Es hat sich ganz kleines Stück bewegt, ihr habt es gesehen. Aber dann war's das auch schon. Ganz kleines Stück hat sich bewegt. Wieso geht's nicht weiter? Das kapiere ich nicht. Kann mir das irgendeiner erklären? Ich verstehe nicht, wieso es sich nicht bewegt. Ja, irgendwie habe ich das gehimmelt. Boah, das ist echt frustrierend. Ich muss das einfach nur hier hin bewegen. Bewegt das hier hoch und schiebt das hier runter und dann bin ich das Spiel durch. Das kann doch nicht wahr sein. Der sagt mir auch nichts mehr. Vorher hat er mir immer, wenn ich hier hochgeguckt habe, gesagt, nein, jetzt noch nicht. Genau wie wenn ich geschoben habe, jetzt noch nicht. Also jetzt muss ich schieben. Und jetzt geht's nicht. Also das ist echt seltsam. Seltsam, seltsam. Ich versuche es jetzt noch einmal. Keine Ahnung. Kopfnuss. Da bin ich noch ein bisschen in der Halle rumgerannt. Tja,
Das verstehe ich nicht. Wieso geht das nicht? Seltsam. Haus kaputt. Ja, so ein verbuggter Mist, ey. Also, falls irgendeiner weiß, was das ist, wie man das beheben könnte, es würde mich natürlich noch interessieren. Aber so. Oh, da habe ich es gerade bewegt. Ganz kurz. Ganz kurz bewegt. Ich verstehe es nicht. Nein. Wieso geht das da ein paar Mal und dann geht es wieder nicht? Und. Oh. Das kann doch nicht sein. Beweg dich, du Mistding. Keine Ahnung. Das ist echt komisch. Ich muss dieses Kreuz bewegen. Kann ich es wieder zurückbewegen? Nö, kann ich nicht. Tja. Da ist guter Rat teuer. Nun beweg dich doch. Steh ich falsch, muss genau die richtige Stelle haben. Ich verstehe das nicht. Also sowas ist echt schlecht programmiert. Sehr schade. Mir eigentlich ziemlich gut gefallen bis zu diesem Moment. Tja, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als nochmal bis dahin zu spielen. Ja, ich könnte heulen. Das Gute ist, ich weiß, was ich jetzt machen muss. Und es sollte eigentlich in 2 Stündchen schaffbar sein, hoffe ich. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier einen Break machen und ja, dann nochmal hier an der Stelle weiterspielen, wenn ich wieder an dieser Stelle bin und hoffen, dass das dann das Finalvideo wird. Bis demnächst, euer Chojin. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Timegate Night's Chase. Also ich habe jetzt nochmal bis zu der Stelle gespielt. Ging eigentlich recht flott, ich sag mal um die 30 Minuten, weil ich halt die ganzen Intro-Sequenzen und so weiter einfach mit Escape weggedrückt habe. Und ich wusste halt auch, wo die Hey, ganzen Quests, Juliet! wo jetzt die ganzen Sachen waren, die ich brauchte für die Rätsel. Na, nicht in das Wasser fallen. Aber ich sag's auch noch, yeah. Das war ja mal wieder klar. Hey, Juliet! Ja, Juliet, die machen wir jetzt erstmal wach. Aber vorher schnappen wir uns den Eimer hier. Benutzt den mal da unten. Sehr gut. Und das Siegel nehmen wir mit. Da. Schöne Ladung Wasser ins Gesicht. Ja, das macht er wohl nur von der anderen Seite. Er geht von ganz allein jetzt dahin. Platsch. Wach auf, Schatz. Juhu, wir sind wieder vereint. Wonderful. Auf ewig die Liebe. Seid ihr William? Lasst euch nicht täuschen, Ritter. Ich bin der Schatzwächter der Tempelherren. Als ich euch vorhin von hinten sah, dachte ich, es handle sich um einen Dieb. Nehmt diesen Schatz. Er ist von Rechts wegen der eure. Er wird euch Ich gehe den reicher Handschuh holen, sagt die als Juliette. jeden anderen Herrscher auf Erden. Alles ist dein Herr.
Nimm deine Schätze in Besitz. William! William! Oh Gott, Juliette ist wieder in Gefahr. Und dieses William! Mal auf keinen William! Fall in die Kammer rennen. No! Ich komme! Halte aus! Der Schatz interessiert mich nicht. Oh Gott, was hat's? Was machst du mit meiner Juliette? Ich darf nicht in diesen Kreis rein. Wie eben. Einmal gucken. Wolfram muss beseitigt werden. Ja, dann rennen wir mal einen schönen Umweg, damit wir da nicht hinkommen, wo der Kreis ist. Rennen nach oben. Und wenn das jetzt wieder nicht klappt, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann habe ich keine Ahnung, wo dran das liegt. Sehr seltsam auf jeden Fall gewesen. Oh, da ist ein Kreuz. Und ich weiß, ich muss es nach links bewegen. Dann machen wir das doch direkt mal. Und ich kann es schon wieder nicht nach links bewegen. Das gibt's doch nicht. Woran liegt das? Ich kann es mir nicht erklären. So knapp vor den Zielen? Nein. Wenn ich Untersuchen mache. Seltsam. Ich habe komplett umsonst nochmal hier hingespielt. Das ist jetzt zum Heulen. Hier erst irgendwie was frei machen. Was muss ich hier machen? Ich weiß es nicht. Wolfram muss beseitigt werden. Ja, das stimmt. Aber wie? Wie? Beweg doch das Kreuz. Das ist echt seltsam. Ja, da ist guter Rat teuer. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, was ich falsch mache. Tja, wenn irgendeiner weiß, wie es geht, ich würde es gerne wissen. Bis demnächst, euer Chojin.